Bueno, yo soy Guillermo Bono, vengo de Barcelona, España, y vengo de la Asociación Rauschen. Sí, yo soy María Luisa Marín y también procedo de la Asociación Rauschen de Barcelona, España. Yo como participante de un tratamiento en el que estoy en Rauschen, pues lo que espero de esta conferencia es poder aportar mi experiencia, mi punto de vista sobre cómo veo todo esto y también enriquecerme con las de los demás, ¿no? Y eso, intercambiar con la gente de otros países que están en situaciones parecidas a la mía, etc. Bueno, yo creo que diría lo mismo que Guillermo y sobre todo lo que nos gusta también es conocer personalmente a las personas que están trabajando en el mismo tema y que eso también nos enriquece personal. El mismo tratamiento ya es en sí participativo porque, como sabéis, el tratamiento de las adicciones de la dependencia del alcohol consiste en terapias de grupo. Y ahí lo que hacen, especialmente los enfermos, es compartir sus experiencias, sus formas de superar las situaciones de riesgo y aprenden los unos de los otros. Y eso es fundamental en todo el tratamiento. Pero es que además nosotros potenciamos mucho el que las personas lleguen a tener una formación adecuada, que además, si pueden y se preparan, participen también en todo el proceso de tratamiento, es decir, contratamos siempre, priorizamos el contrato de las personas en tratamiento antes que cualquiera de fuera, si están preparados. Es un tratamiento muy largo, muy completo, y yo diría que es que una persona que ha tocado, y más desde el punto de vista de las adicciones, la calle, lo que necesita es aprender a vivir. Y un poco pues es eso, ¿no? Lo que uno va adquiriendo son capacidades y recuperando maneras de funcionar que antes ha tenido y se vuelve a capacitar. Sono Stefano Galliani e vengo dall'Italia e lavoro al nuovo albergo popolare di Bergamo. E, però in Fianza sono più conosciuto come rappresentante di FIOPST. Allora, la conferenza è estremamente interessante. Credo che sarebbe utile lavorare molto in termini di empowerment sulle strutture, sui servizi, nel senso che si sta parlando molto della partecipazione delle persone senza dimora, degli homeless, ma credo che uno dei maggiori ostacoli sia proprio dentro le organizzazioni e vada un po' affrontato questo tema. D'altro canto, credo che sia anche importante che non si faccia troppe differenze fra la partecipazione degli homeless, delle persone homeless, e quello che è la partecipazione dei normali cittadini, dei comuni cittadini, che è bassissima, e significa che innanzitutto gli homeless non sono né migliori né peggiori come cittadini di quello che sono gli altri. Secondo, che il tema dell'accompagnamento, la partecipazione è un tema comune a tutta la cittadinanza e questo va un po' portato avanti, quindi senza creare delle chissà quali differenze o specificità, ma cercando di cogliere qual è la cosa migliore, il modo migliore per accompagnare in questa fase della vita le persone senza dimora, essere più partecipi. Quindi in che cosa, ma senza scordarci che viviamo in un ambiente in cui la partecipazione non è sentita come bisogno. Dentro la mia organizzazione la partecipazione è uno dei focus principali, uno degli obiettivi principali, ma o meglio no, ho sbagliato a dire obiettivo, degli strumenti principali per raggiungere quello che è l'obiettivo, quello di rendere più interessante, più significativa, migliore la vita delle persone, ovviamente fornendogli anche degli strumenti necessari in termini di risorse, di alloggio e così via, però è importante veramente riuscire a allargare gli spazi di vitalità, gli spazi di decisionalità delle persone. Allora in questo senso il tema della partecipazione è un tema cruciale dentro il lavoro che facciamo tutti i giorni al Nuovo Albergo. Dzień dobry, jestem z Polski. Jestem uczestnikiem, może inaczej. Tworzymy w Polsce Pomorską Radę Osób Bezdomnych i rzeczy, których tutaj mogłem się nauczyć, które tutaj zauważyłem, bardzo mogą nam się przydać. Jednak jest sprawa, która bardzo mi przeszkadza tutaj, to jest bariera językowa, bo padły takie pomysły na jednym ze spotkań, że
Możesz powtórzyć. Padły takie pomysły na jeden. Na jednym ze spotkań, że moglibyśmy założyć wspólną radę, Radę Europejską Bezdomnych. Jednak długie zdania, z długich zdań uciekły mi po prostu poszczególne słowa. Nie do końca wszystko zrozumiałem. Bardzo żałuję, że tak dobrze nie władam angielskim. Dużo rozumiem, ale po prostu niektóre rzeczy mi uciekły. A jestem zadowolony z tego, że naprawdę wiele się można tutaj nauczyć i bardzo dużo ciekawych ludzi poznałem. Ich bin Brigitte Hartung, bekannt unter Wiki. Ich komme aus Deutschland und bin hier für die Bundesbetroffeneninitiative. Aber ich arbeite in der Initiative Bauen, Wohnen, Arbeiten in Köln. Das ist ein Selbsthilfeprojekt, ein Bauprojekt. Wir haben mit Wohnungslosen Wohnungen gebaut für Wohnungslose und für sozial schwache Menschen. Und bei uns wohnen 150 Leute, die aus allen möglichen Schichten kommen, Behinderte, Senioren, Studenten. Natürlich auch Wohnungslose, ganz viele Kinder. Wir sind ja, ein Wohn- und Bauprojekt und arbeiten und wohnen zusammen. Der Tag heute wird, also ich bin sehr froh, dass so viele Menschen da waren, die interessiert sind an Partizipation, an Miteinander mit den Menschen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, seinen Talenten, was wir seit vielen Jahren jetzt bei uns machen. Und es hat mich gefreut, dass so viel Interesse da war, so viel Respekt auch Leuten, die von der Straße kommen, gegenüber. Und dieses Miteinander so ein bisschen, also dass Spezialisten, Sozialarbeiter hier sind und uns zuhören, uns Fragen stellen und an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Gelernt habe ich, dass Informationsaustausch ganz wichtig ist, weil da hat es heute in unserer Gruppe ein bisschen gehapert, aber man kann gerne drauf, das ist schön. Und ich hoffe, dass diese Informationen, die heute hier gelaufen sind, dass es ganz viel, alles, was hier gelaufen ist, dass es weitergeht, dass viele andere Menschen informiert werden und mitmachen und zusammenarbeiten, dass alles einfacher wird und auch billiger und besser für jeden und nachhaltiger. Ich fand das Treffen heute mit den verschiedenen betroffenen Organisationen aus den verschiedenen Ländern also sehr interessant. Ich bin überrascht, wie viele verschiedene Organisationen das es gibt. Ja. Ne? Und es wäre doch schön, wenn all die Gruppen sich hin und wieder treffen könnten, ein Forum bilden für all das, was wohnungslose Menschen in verschiedenen Ländern bewegt. Das kann ein politischer Austausch sein, kulturell. Es kann Aktivitäten betreffen, kulturelles Leben, Kunst. Genau, also all die Facetten, die das Leben so gibt, dass man sich da trifft und dass man dann auch Austausch macht über gute Erfahrungen der betroffenen Organisation, was man verbessern kann. Da haben wir ja heute das Treffen dazu. Und da gibt es sicher auch viele gute Vorschläge. In Deutschland beispielsweise hat man begonnen, oder die betroffenen Organisationen halt auf der Grundlage von Basisarbeit vor Ort bis hin nach oben, also auch regional aufzubauen. Da hat man begonnen, diese betroffene Arbeit regional aufzubauen zunächst und dann national zu arbeiten. Es ist eher Selbstorganisation, in Form sich so einzumischen. In Dänemark scheint es so zu sein, dass es gesetzlich ermöglicht wird, dass man sich in verschiedenen Regionen organisiert. Also das ist ein bisschen eine andere Struktur und wir wollen da eben weiterhin lernen, wie das ist. Ist es mehr auf die Binnenwelt ausgerichtet von Wohnungslosigkeit? Ist es ein Sich-Verändern von Menschen oder ist es auch ein Verändern von Gesellschaft? Das ist eine wichtige Frage auch. Also geht es nur darum, Menschen besser zu machen, in Anführungszeichen, oder geht es auch darum, dass diese sich entfalten können ins Leben? Das wäre ein interessanter Punkt, also in alle Lebensbereiche hinein, sie als künstlerische Wesen zu sehen, die Menschen, dass sie ein Recht haben, sich da zu beteiligen, recht richtig auch schön zu leben, ein schönes Leben zu haben wie jeder andere. Oder ist es vielleicht mehr auf die Binnenwelt gerichtet, solche Sachen.
Ja, also solche Fragen, wie war es, also Dänemark hatten wir ein Beispiel, wir hatten Deutschland als Beispiel, wir haben hier eine Künstlergruppe aus organisierte wohnungslose Menschen, die sich künstlerisch anbieten, aus Ungarn, also dann auch Frankreich und Holland scheint das sehr engagiert zu sein. Und es wäre doch ein schönes Ziel, sich eben transnational zu treffen, immer wieder, und Interessen auszutauschen und nach dem Motto, gemeinsam ist man stärker und davon, man kann auch voneinander lernen. Guten Tag, Benedikt Berli, selber auch wieder, in Wiemande Dakholz gewesen. Meine Erfahrung ist, von der Situation, die ich meegemacht habe, dass ihr viel zu wenig Informationen kriegt, wie ihr aus der Situation könnt uitkomen. Ik ben uit een situatie geraakt, maar ik heb er zelf heel veel werk moeten insteken. En ik heb spijtig genoeg heel weinig hulp gehad van de sociale werkers bij ons in de omgeving. En dat zou wel een heel stuk beter kunnen. Ook van de lokale werkers. Dus niet alleen van de regeringen en zo, of van de grote besturen, maar ook van de mensen zelf. Sommigen zitten daar meer bij van, ik heb mijn werk en er kan er iets meer gebeuren. En ik hoef mij er niets meer aan te trekken. Er zijn ook zeer veel misverstanden, spijtig genoeg, over dakloos zijn. Ik heb het ook ondervonden als ik dakloos geworden ben. Veel mensen konden niet geloven dat ik ook een dakloos was. Terwijl ik zelf een persoon ben die zelf geen verslaving heeft gehad, ook geen crimineel verleden heeft gehad en zo. Er zijn ook heel veel mensen met vooroordelen. En dakloosheid is een veel groter probleem van dakloosheid dan men zou vermoeden. Want ik ben er zelf van verschoten als ik dakloos geworden ben, hoeveel mensen dat er dakloos zijn. Dus het komt er eigenlijk op neer. Er moet nog gigantisch veel werk verzet worden om de problematiek iets of wat te kunnen oplossen.